Hallo und herzlich willkommen zurück bei Resident Evil HD Remaster. Wir wollten hinter dieser Tür, die wir gerade eben geöffnet haben in der letzten Folge, also ich eben gerade, aber ihr gestern. Ja gut, also wir machen jetzt auf. Diese Tür muss schon was, da muss schon was Besonderes versteckt sein, wenn das so gesichert ist. Da sind haufenweise Gläser. An der Wand steht geschrieben: 1 plus 3 ist gleich 4, 4 plus 6 ist 10, 1 plus 6 ist 7, 10 plus. Was? 10 plus 7 ist 17, 10 plus 3 ist 20. Ja, also das ist Mathematik erste Klasse, also das kriege ich vielleicht noch hin. Warte mal. Damit ich hier nicht. Okay, warte mal, das kann ich alles streichen. Billardkugeln hat sie erledigt, Augenhaut hat sich auch erledigt. Ich fühle mich wie in der Grundschule. 1 plus 3 ist 4. 4 plus 6. Ist gleich 10. 1 plus 6 ist gleich 7. Oh, schön. 10 plus 7 ist gleich 17. 17 plus 3 ist gleich 20. So. Habe ich mir aufgeschrieben. So. Schön. Was ist das denn hier? Leere Flasche mitnehmen. Er zieht Nitrit. Nein. Da ist auch noch eine kleine Flasche. Leere Flasche. Gelb, 6. Dafür brauchen Sie einen Behälter. Ich weiß. B Nummer 3. Dafür brauchen Sie einen Behälter. Sieht aus wie ein Wasserhahn. Okay, das hat verschiedene. Okay, warte mal. Ich glaube, wir haben zu wenig. Ich glaube, wir haben zu wenig Platz. Ich glaube, wir haben zu wenig Platz. Ich müsste noch mal zurück und Sachen ausladen. Ich brauche viel Platz. Okay, pass auf. Ich bin dann gleich wieder hier. Ja, also dann bis gleich. Und zack, da sind wir auch schon wieder. Ja, ich habe jetzt die Schrotflinte alles abgelegt. Haben wir bisher eigentlich nicht mehr gebraucht. Wir konnten uns relativ gut aus der Affäre ziehen. Wir müssen jetzt hier füllen. Ich prüfe mal. Da ist nichts drin. Ach, nee. Sag bloß. Mal gucken. Ich versuche mal. Brauchen Sie jetzt nicht. Okay, hätte ja sein können, dass ich. Ach so, muss ich das machen. Sie haben folgendes: Wasser. Was ist Wasser? Als was steht Wasser? Ich glaube, wir mixen uns gerade hier dieses Gift zusammen. Was ist Wasser? Gelb 6.
Ich glaube, da müssen wir ein bisschen probieren. Hallo? Gelb 6. Mitnehmen? Ja. So, ich misch mal jetzt das einfach mit dem. Grün. UMB Nummer 7. Okay, 1 ist also Wasser. Wir haben jetzt die 7. Machen wir 1 plus 3, dann haben wir die 4. Dann können wir die 6 plus die 4 machen. Dann haben wir hier die 10. 10 plus die 7 sind wir bei 17 und dann zum Schluss nochmal mit der 3. Okay, so machen wir das. Also als nächstes machen wir die 1. So. Mit der 3. Kombinieren. So, jetzt haben wir hier blau, MP04. Jetzt haben wir das. Jetzt haben wir die 7 plus die 4. Jetzt brauchen wir nochmal die 4 plus die 6. So. Hier 6. So. Jetzt haben wir die 7 und die 10. Jetzt mixen wir die beiden zusammen. Und das nochmal plus die 3. So. VJolt. Wir haben VJolt gemixt. Schön. Und jetzt müssen wir runter. Ich glaube, wir müssen jetzt runter. Hier gibt's sonst nichts mehr. Gut. Okay. Brauchen wir da bloß eins von? Wir gehen jetzt erstmal runter. Legen die anderen drei Glasflaschen, die legen wir ab. Stimmt, ganz unten waren ja Dings. Ganz unten waren ja Wurzeln. Da waren ja so viele Wurzeln. Ah, pass auf. So. Ich leg lieber erstmal die Flaschen ab, weil ich will nicht hier irgendwie da nachher mit wenig Zeug dastehen. So, das. Ob wir die nochmal brauchen? So. Ich nehme sicher als halber die Schrotflinte mit. Man weiß ja nie. Na. So. Und so. Man weiß ja nie. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht und muss alles nochmal machen. Dann heule ich. Dann heule ich hier vor laufender Kamera. Wo müssen wir hin? Wir müssen dort nach ganz hinten rechts. Okay, alles klar. Junge, Junge, unsere Jill ist ja richtig begabt, ey. Kann schießen, kann Rätsel lösen, kann Noten lesen und auch gleichzeitig spielen und kennt sich mit Chemie aus.
Mein lieber Schwan. So. Ach, scheiße, hier kommen wir nicht mehr raus. Stimmt ja. Wasser ist ja abgelassen. So. Nee, hier war nichts mehr. Die Musik hört auf. Hier nebendran war noch was, was wir noch nicht haben. Genau, hier ist noch irgendwas zu holen. Haben wir das Medikit schon geholt? Ne, hier war ja nichts mehr. Sie brauchen den Öldruck nicht mehr zu regeln, ja. Hier noch irgendwas? Wurde abgesenkt. Wurde abgesenkt. Wasser wurde bereits abgelassen. Wasser wurde bereits abgelassen. Wieder im Normalzustand. Damit brauchen sie sich nicht mehr zu befassen. Aber trotzdem ist hier noch was, dass der mir sagt, hier so und so. Oder bin ich blind? Bin ich blind? Oder ist hier oben noch was? Was ich nicht gesehen habe. Alles scheint wieder normal zu sein. Alles scheint wieder normal zu sein. Ich glaube, das Spiel will mich verarschen. Hier kann nichts mehr sein, das ist unmöglich. Problem ist nur, ich muss wieder runter. Ist aber auch sonst nichts. Da bin ich gerade blöd. Nee, hier ist nichts mehr. Auf dem Boden? Ah, warte. Hier haben wir... Ah! Aha! Das haben wir. Den Aquaring. Ah, toll. Wir haben den Aquaring jetzt freigeschalten. Super. Und jetzt ist alles gut. Ja. Okay, wir haben die Karte gefunden. Gut, super. Der Vollständigkeit halber. So, jetzt müssen wir aber erstmal die Wurzeln finden. Aber die waren doch hier ganz in der Nähe. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich sehe keine Wurzeln. Ich sehe halt wirklich keine Wurzeln. Okay. Hätte sein können.
Wir müssen hoch. Stimmt, warte mal, wenn der Typ den Aquaring gesprengt hat. Wenn der Typ den Aquaring gesprengt hat, zu dem Zeitpunkt, wo die Pflanze noch nicht diese Ausmaße angenommen hat, dann können die Wurzeln maximal bis zu dem Wasserspiegel runtergegangen sein, wo das übergeschwemmte Wasser war. Also die können gar nicht so tief runter sein. Die müssen ja dann auf der Etage sein, nur... Hier war auf jeden Fall noch was. Glaube ich. Stimmt! Ach du Scheiße. Alter! Ich will mich halt nicht so lange da aufhalten. Das macht aber nichts mit mir. Hier sind wir fertig. Okay, sind die Wurzeln jetzt kaputt? Hier hat sich das Vieh, hier hat sich die Pflanze das Wasser geholt. Okay. Ah ne, hintenrum kommen wir ja nicht mehr. Ja, wir müssen runter. Aha. Einfach so benutzen. Okay. Die Frage ist jetzt nur, ist die Pflanze jetzt da oben so weit im Arsch, dass wir nur noch ein paar Mal rufballern müssen? Ich hoffe es. Ich will nämlich nicht sterben. Ich will wirklich nicht sterben. Ey, was machen Wesker und Barry? Jetzt mal ohne Scheiß. Der Barry hat auf jeden Fall eventuell Dreck am Stecken. Ah gut, unsere Flasche ist weg. Gut. Ja. Nein, ich bin zu weit. Scheiße. Nein. Ich bin zu weit. Wo sollte ich speichern? Nee, komm, ich schaff das. Ich schaff das. Ich rüste schon mal die Schrotflinte aus. Wie es aussieht, die kleine zierliche Jill, weißt du? Mit so einer riesen Schrotflinte.
So. Ich drück immer wieder die falsche. Muss ich da rein? Ah ne, hier war ja zu. Stimmt, da blockiert er die Pflanze. Wütender Motten. The Moothman. So. Aufgepasst, Konzentration. This thing. Barry! Jill! Alter, ekelhaft. I thought it was finished. Yeah. That was close. Thanks again. Don't mention it. But what was that? What the hell's going on in this place? Barry. Something about that mansion still bothers me. Ach nee. And I think I'll stay here a little longer. We should split up again and investigate. All right. Nach all dem sollten wir uns wieder trennen und uns umsehen. Okay, warum nicht? Da ist ein Schlüssel. Hausschlüssel mitnehmen. Errungenschaft freigeschaltet. Schlüsselmeister. Haben wir jetzt alle Schlüssel gefunden? Nee, geht ja gar nicht. Da fehlt ja noch Rüstungs- und Helmschlüssel. Nee, Rüstung haben wir. Der Helmschlüssel. Ha! Ein Helm ist eingraviert. Schön. Wir haben jetzt den Helmschlüssel. Das ist sehr gut. Damit kommen wir, glaube ich, in die restlichen Türen, glaube ich, rein. Die noch offen sind. Hier gibt es aber noch ein Stockwerk. Völlig umsonst gestorben, Alter. Hätte ich gewusst, dass wir überhaupt nicht kämpfen brauchen. Gibt's aber nix, ne? Frage. Vielleicht schreibt's mir hier jemand in die Kommentare. Meine Community ist relativ kommentararm. Aber vielleicht schreibt es mir jemand in die Kommentare, hätten wir die Pflanze auch so platt machen können? Ohne dieses Gift zu mischen? Das wäre meine Frage gewesen. Die Tür lässt sich nicht... Ah, hier. Jetzt komm... Alter. So. Jetzt kommen wir hier nämlich raus. Ja, das wäre meine Frage. Hätten wir die Pflanze auch mit geballter Feuerkraft platt machen können? So. Hier sind wir komplett fertig. Ja, hier sind wir komplett fertig. Das ist sehr gut. Das gefällt mir. Ich würde sagen, ich gehe jetzt raus. Gehe da hinten hin. Speicher. Und dann gehen wir wieder rüber ins Haus und öffnen da die anderen Türen. Wesker. Jill, so you're safe. That's what I was going to say. I apologize. It was all I could do to protect myself against those strange creatures. I understand. Anyway, it's good that you're safe. Did you notice?
Barry, you sounded a little flaky. Now that you mention it, yeah. I'll keep a close eye. Maybe it's quite natural under these circumstances. It's not really our standard operation. Jill, our first priority is to get out of here. I agree. There are still rooms in that mansion we can't get into because they're locked up. I've been looking for ways to... Okay, if there's anything, I'll go back to the other mansion. I'm counting on you. Ich habe nach anderen Wegen gesucht. Was hat... was hat denn der da unten? Wo bin ich darauf getreten? Das platscht so. Gut. Aber ganz ehrlich, der Wesker, der ist mal auch nicht so ganz sauber, der Typ. Der macht einen sehr unseriösen Eindruck. Ach, die Musik ist so schön. So, den Schlüssel behalten wir. Helmschlüssel. Die Schrot, das laden wir mal ab. Obwohl, sollten wir es nicht... Dann lege ich aber das ab. So. Ich speichere jetzt aber definitiv. Wir haben auch noch den blauen Edelstein. Ich glaube, den setze ich mal gleich im Dings ein. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass wir das Ding in diesen Tigerkopf einsetzen müssen. Da bin ich mir sehr sicher. Mal gespeichert. Leck mich am Arsch. So. Den anderen Edelstein holen wir uns später wieder. Ich fühle mich mit der Schrotflinte mega sicher, ne? Aber ich glaube, das bin ich nicht. So, wo geht's denn hier raus? Ah, dort raus. Okay, alles klar. So. Und hier. Ah, die Schlange. Stimmt ja. Wo sind die Schlangen? Wo sind die Schlangen? Können wir die Schlange übrigens platt machen? Hier gibt es auf jeden Fall noch was zu finden. Verpiss dich. Der lebt immer noch. Mal mit. Jetzt sind wir hier auch fertig. Sehr schön. Hier ist immer noch die Energiequelle, die wir nicht haben. Batterie ist entnommen. Blau. Haben wir nicht, ne? Wachsen blaue Kräuter. Brauchen sie jetzt nicht. Jetzt sind die Schlangen hier. Ah, scheiße. Alter, nein. Scheiße, Sackgasse. Hä? Bin ich denn blöd oder was?
hier ist ja... Scheiße, sie sind vergiftet, ne? Natürlich. So ein Mist. Eigentlich müssen wir da hinten hoch. Da haben wir nämlich unser Gegengift. Und hier steht Zeugs. Ich bin voll falsch gelaufen. Aber von wem ist das? Nein! Säuregeschosse. Was steht da? Schütze dich damit vor den kugelfesten Dingen in Ketten. Ich bin vorgegangen und habe diese dämliche Tür repariert. Barry. Schön. Das gefällt mir. Wir müssen aber zurück. Das Zeug, das können wir gerade mal stehen lassen. So als Zwischenlager. Ich war doch richtig. Ich muss nur da vorne direkt wieder links runter. Können wir eigentlich sterben? Das Gute ist ja, das andere Ding da in Ketten, das ist nicht so schnell. Wir können um das Vieh herumlaufen. Alter. Nein! Sind die aus ihren Gräbern rausgekrochen? Ich höre hier irgendwas. Oh oh. Seht ihr das hier unten? Das ist ein kleiner Bastard. Jetzt ist er weg. Ich höre hier immer irgendwas stapfen. Pflanzen. Warte mal. War hier nicht das Vieh noch drin? Puh.
Scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Oh, Gott sei Dank. Das hätte ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen können. Okay, so, wir haben hier einmal gemischte Kräuter. Die holen wir mit. Die Säuregranaten. Boah, mit dem Granatwerfer haben wir eigentlich gut Zeug jetzt. So, jetzt sind wir wieder voll gesund. Wunderbar. Fühle ich mich schon viel wohler. So. Leere Flasche, leere Flasche. Ja, ansonsten brauchen wir eigentlich nichts mitholen. Wie kann ich die benutzen? Oder ist da halt auch so Anti-Gift und sowas drin? Ich hole mir mal gerade die Pflanzen von draußen, damit wir die auch haben. Sehr schön. Aha, und jetzt sind wir hier hinten nämlich auch fertig. Hahaha. Ha, ha. Wenn wir das gerade aus gegen das rote Kraut, dann tun wir sie nämlich direkt noch was mixen. Kombinieren, so. Boah, wir haben so viel. Also an Heilung wirklich mangelt es uns überhaupt nicht. Gut. Dann würde ich sagen, tun wir uns ein bisschen Wärme am Feuer, ein bisschen ausruhen und dann stürmen wir rüber ins Haus und erkunden dort die ganzen Räume, die uns jetzt noch verwehrt blieben. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Overplayed and out. Tschüss.